diesem Film möchten wir Sie zu einer kleinen Reise in die Stadt Freudenstadt einladen. Film- und Fotomaterial aus den Jahren 1926 bis 1960 sollen einen Eindruck der wechselhaften Geschichte der Stadt vermitteln. Wenn man es einigen Aufnahmen auch ansieht, dass sie schon einige Jahre in den Regalen der Archive gefristet haben, so geben sie trotzdem einen aufschlussreichen Einblick in den Alltag und die Wahrnehmung der Menschen von damals. Seit dem Mittelalter war das Holz des Schwarzwaldes begehrt. Da die engen Täler und schlechten Wege zu dieser Zeit eine Bewirtschaftung des Landes erschwerten, blieb das Holz der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Region bis ins 20. Jahrhundert. Flößer brachten das Holz nach Holland für den Schiffbau. Und so manövrierten sie mit großem Geschick die zusammengebundenen Baumstämme über die Kinzig, die Murg und den Rhein bis fast an die Nordsee. War dieses Handwerk mit großem Risiko verbunden, bot es auch eine in dieser Zeit einmalige Gelegenheit, fremde Gegenden und Länder kennenzulernen. Und so waren die Flößer echte Abenteurer, die Geschichten aus der Ferne mit heimbrachten. Nach Ausbau von Schienen und Straßen endete die Flößerei mit dem 19. Jahrhundert. Ein weiteres Gewerbe zur Erzeugung von Holzkohle für die Eisenverhüttung war die Köhlerei. Eine historische Sägemühle. Der Böttcher oder Fassbinder.
der Schindelmacher. Doch begleiten Sie uns nun nach Freudenstadt. Herzog Friedrich I. von Württemberg gründete 1597 eine Bergstadt beim Christophstal. Schon lange vorher wurde hier Silber abgebaut. Die neue Stadt bildete das Zentrum seines Staatsgebietes. Zusammen mit seinem Baumeister Heinrich Schickard plante er einen mühlenbrettartigen Marktplatz mit einer winkelförmigen Stadtkirche und einem Wasserschloss im Zentrum. Um 1608 starb der Herzog und das Schloss wird nicht gebaut. Mit dem Stadtschultheißen Hartranft kam 1876 die Wende. Ein ärmliches Landstädtchen ohne Bahnanschluss in rauem Klima wurde durch den Fremdenverkehr ein gesuchter Höhenkurort. So holte Hartranft die Welt nach Freudenstadt. Viele internationale Kurgäste kamen bis 1914. Hartranft nahm sich einmal wohl selbst nicht ganz ernst, indem er vom Großstädtlesdau und Luftkur verrückte Sache, von Großstadtgetour und der Luftkurverrücktheit sprach. Zur Verwirklichung der Vision fehlte eine technische Errungenschaft, die das Gesicht der Stadt für immer ändern sollte. Die Bahn. Straßenverbindungen durch das Friedrichstal, über den Kniebis und nach Rippoldsau wurden schon um 1850 gebaut. Die Eisenbahn über das Gäu nach Stuttgart wurde 1879 mit drei großen Brückenanlagen eröffnet. Die Renchtalbahn sollte nach Freudenstadt verlängert werden. Den Kniebis wollte man mit einer Kehrschleife untertunneln. Dieses Vorhaben jedoch wurde nicht ausgeführt. Bald danach kam die Bahn durchs Kinzigtal. Der Bau der Murgtalbahn nach Karlsruhe begann um 1900. Die Fertigstellung erfolgte jedoch erst 1928. Thank you.
der Hauptbahnhof um 1926. Freudenstadt konnte seine Vorzüge als Wintersportort zur Geltung bringen. Örtliche Vereine organisierten Pferdeschlittenfahrten. Um 1926 drehte eine Freudenstädter Familie diesen Erinnerungsfilm.
Am Anfang des letzten Jahrhunderts erblühte eine lebhafte Kurgesellschaft. Schon 1912 konnte man 10.000 Kurgäste verzeichnen. Angezogen durch ein Fremdenblatt und durch Kurlisten kamen die Gäste in die Stadt. Sehr wichtig waren Name, Herkunft und Titel der Herrschaften, mit denen sich die verschiedenen Hotels brüsteten. Und so herrschte zeitweise eine harte Konkurrenz untereinander. Der Kurgarten in den 20er Jahren. Das Kurhaus ist seit jeher ein Ort der Geselligkeit. Hier zu sehen Aufnahmen von 1960. Und wieder der Kurgarten. Eine Massage an frischer Luft. Kneippanwendungen. Verschiedene Bäder für Körper, Geist und Füße. Der Kurgarten in Aufnahmen aus den 60ern. Achten Sie auf die spontane Gelassenheit, mit der diese Dame die Treppe herabschreitet. Dies war und ist ein Ort der Erholung und des Müßigganges. Kulturelle Darbietungen wie Freilichtkonzerte und Theateraufführungen sowie die verschiedensten Ertüchtigungen zum Wohle des Kurgastes im Kurgarten und auf dem Kienberg. Minigolf auf dem Kienberg, auch heute noch eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Von dort aus hatte man einen fantastischen Ausblick auf die Stadt und konnte sich dem Schwarzwald noch näher fühlen. Der Golfplatz, angelegt im Jahre 1928. Geselligkeit in den 60ern.
Der große Kursaal 1960. Ort für Tanz, Musik und für die Mode. Das Kurtheater. Damals wie heute Kulturstätte Nummer 1 in Freudenstadt. Körperliche Ertüchtigungen wurden in einem Kurort wie Freudenstadt natürlich ganz groß geschrieben. Die gute Luft und die luxuriöse Rundumversorgung sollte die Gäste von den Mühen des hart erarbeiteten Wirtschaftswunders jener Zeit befreien und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt bescheren. Nun Ausschnitte eines Filmes gedreht im Dezember 1944. Bei dem Besuch eines jungen Stuttgarter Paares entstanden wertvolle Filmaufnahmen. Sie zeigen die Stadt kurz vor ihrer Zerstörung. Thank you.
1949 bis 1952 wurde die Stadt neu geplant. Der Wiederaufbau begann. Im Gegensatz zu den giebelständigen Häusern gaben die neuen, traufständigen Häuser dem großen Marktplatz eine geschlossene Silhouette. Gemeinsam mit Bürgermeister Sahm setzten die Stuttgarter Architekten Ludwig Schweitzer und Heinz Möritz ihre Vorstellungen gegen den Stadtrat durch. Zur Wiederaufbauwoche im Jahre 1952, als diese Aufnahmen entstanden, erinnerte man sich mit einer Prozession an die Ursprünge Freudenstadts. Was folgte, war eine Wiederbelebung der Kultur- und Freizeitgestaltung. Die Kur kam zurück. Im alten Platz Schierenberg erfreute man sich am weißen Sport. Wie man sieht, wird heute der Wald nicht nur abgeholzt, sondern auch genossen. Müde Wanderer trägt das Kurbähnle wieder zurück in die Stadt. Kurz nach der Gründung der Stadt 1599 war der Baubeginn der Stadtkirche. Die 50 Meter hohen Türme wurden 1608 fertiggestellt. Der originalgetreue Wiederaufbau nach dem Krieg begann 1947 und dauerte 3 Jahre. Unersetzlich jedoch war die Inneneinrichtung im üppigen Frühbarock. Herzog Friedrich wollte die Kirche mit besonders wertvollen mittelalterlichen Stücken ausstatten, von denen der Stadt noch 3 erhalten geblieben sind. Er ließ ein Lesepult aus dem Jahre 1150 aus dem Kloster Hirsau nach Freudenstadt bringen. Geschnitzt aus einem einzigen Stück Holz tragen die 4 Evangelisten auf erhobenen Händen das eigentliche Pult. Das schöne Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert und der Taufstein aus der gleichen Zeit kamen aus dem benachbarten Alpisbach. Eine sehr große Tauchschale sitzt auf einem Fuß mit furchteinflößenden Tieren und Masken, die durch die Taufe und das Einhorn symbolisch bezwungen werden.
Die Winkelarchitektur der Stadtkirche war eine Folge der ursprünglichen Planung des Stadtkernes, welcher ein Schloss mitten auf dem Marktplatz vorsah. So beschließen wir nun unsere Reise in die bewegte Vergangenheit Freudenstadts und hoffen Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Geschichte dieser schönen Stadt gegeben zu haben.